Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, da sind wir wieder zu einem neuen Tutorial und es geht weiter. Diesmal geht es um die Flugsteuerung bei Star Citizen. Das heißt, hier lernt ihr jetzt, wie ihr richtig fliegt, wie ihr durch den Weltraum unterwegs sein könnt. Ich sitze jetzt hier mit Weezen zusammen in der Super Hornet. Er ist der Pilot, ich bin sein Rio, unterstütze ihn ein bisschen mit der Kameraführung. Ja, und du drehst gerade schon ganz wilde Pirouetten hier, von daher leg doch direkt mal los, mein Lieber. Ich leg los, herzlich willkommen zurück. Ja, ich bin auch Joystick-Spieler, für mich ist natürlich auch das jetzt eine Umstellung, aber auch viele andere Spieler haben ihre Schwierigkeiten jetzt mit der neuen Steuerung. Vorweg gesagt, die Steuerung zwischen EVA, also Außenbordeinsätzen und der Flugsteuerung wurde angeglichen. Viele Dinge sind jetzt ganz, ganz ähnlich. Ich leg mal los, was sich natürlich nicht geändert hat, ist die Pitch, also Pitching und die Yaw-Achse, die sind natürlich bei der Maus gleich geblieben. Da sehen wir auch schon, wie das Schiff reagiert. Das ist jetzt ganz normaler Kurvenflug, den man immer, immer und immer wieder braucht, der das klassische Flugmanöver darstellt. Dann haben wir jetzt allerdings auf Q und E das Rollen um die eigene Achse. Man sieht es auch schön, wie er unten die Hand verdreht. Das war vorher anders, das war vorher mit Straving belegt. Jetzt ist Q und E Rollen wie im EVA. Und ebenfalls sehr, sehr wichtig ist das Strafing. Da haben wir jetzt A und D. A ist links straven. Und D, ups, jetzt bin ich abgerutscht. D ist rechts straven. Und Steuerung wäre runter straven. Und Space ist hoch straven. Hat jetzt einiges verändert und einige Leute durcheinander gebracht, aber es ist tatsächlich wie beim EVA und auch ein bisschen eingängiger geworden, wenn man sich daran gewöhnt hat. Jetzt haben wir natürlich zusätzlich noch im Cockpit verschiedene Geschwindigkeitsmodi, die IFCS. Und zwar kann man die mit V auswählen. Ich gehe jetzt mal mit der Geschwindigkeit runter, dann sieht man es besser. Jetzt komme ich hier nämlich in den Precision Mode rein. Da wird angezeigt, daneben im Pfeil. Ah, ich zoome mal rein, da sieht man es. Der Precision Mode wird angezeigt, das wäre jetzt quasi bei der Gangschaltung und der Gang, der drunter liegt. Das heißt, ich drücke V und komme in einen anderen Geschwindigkeitsmodus. Wenn ich jetzt auf Vollgas gehe mit Doppel-W, beschleunigt die Maschine nur noch auf 50 Meter die Sekunde und dadurch habe ich dann tatsächlich mehr Kontrolle über das Schiff. Gerade wenn ich jetzt Landeanflug manuell machen will oder mich jemand annähern möchte oder einfach ja, Trümmerteile untersuchen möchte, ist natürlich der Precision Mode wesentlich praktischer. Wenn ich auf Vollspeed Precision Mode bin und ich schalte jetzt hier auf Combat, Space Combat Mode, SCM Mode um, dann habe ich hier 210 in der Hornet bei 100% und habe ein relativ gutes Verhältnis aus Kurvenlage oder Manövrierbarkeit sowie Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt nochmal einen Gang höher schalte, komme ich in den Cruise Speed. Das mache ich mal lieber in Richtung leeren Raum. Und merke, die Geschwindigkeit nimmt rasant zu. Das spielt schon wie jemand wieder verrückt in Port Ulysar. Und komme auf 620 Meter die Sekunde. Jetzt kann ich natürlich andere Schiffe verfolgen oder größere Distanzen im normalen Raum damit besser passieren. Aber ich habe wesentlich weniger Kontrolle über das Fluggerät. Ich merke schon, die Maschine wehrt sich gegen Kursänderungen. Ich schalte jetzt wieder einen Gang runter auf Space Combat Mode und habe bessere Manövrierfähigkeit. Es gibt noch zusätzliche Funktionen, die wichtig sind. Das ist so ein spezielles Feature, was in Star Citizen eine große Rolle spielt. Wenn ich jetzt C drücke, ich warte noch kurz, bis ich wieder in der normalen Geschwindigkeit bin, damit jetzt hier Sawyer das Essen nicht aus dem Gesicht fällt. Ich drücke jetzt mal C und bin decoupled. Jetzt habe ich die Möglichkeit, dass die Maschine weiter die ursprüngliche Geschwindigkeit, den ursprünglichen Kurs hält und ich kann das Schiff einfach rotieren in die Richtung, die ich möchte. Also jetzt zum Beispiel nach hinten fliegen und Richtung Port Ulysar schauen, was ich vorher, meinen ursprünglichen Kurs anschauen. Und ich kann natürlich auch im Straving jetzt diesen Kurs langsam anpassen und der neue Vektor bleibt erhalten. Ist für viele, viele Manöver später wichtig. Ich möchte jetzt gar nicht im Detail auf jedes einzelne eingehen. Das ist Stoff für eine andere Folge. Aber man sieht, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel einem anderen Schiff folgen will, kann ich so sehr relativ präzise die Flugrichtung des Gegners oder des Freundes mit aufnehmen und mit ihm mitstraben.
Ich habe jetzt wieder eingekoppelt und bin wieder mit 210 Meter die Sekunde unterwegs und bin wieder mit normalem Antrieb unterwegs. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch einmal das Mobiglas auf und hole schon mal uns eine Mission auf den Schirm, damit ich euch zeigen kann, wie jetzt das Quantum Travel System funktioniert. Einmal F1 gedrückt, den Missionsscheduler oder den Missionsmanager öffnen. Und ich sehe hier zum Beispiel eine ICC Assistance Mission. ICC Scan Probe Assistance. Jetzt schließe ich es wieder und öffne das Quantum Travel System. Einmal B gedrückt und dann öffnen sich die verschiedenen Sprungvektoren oder Flugvektoren für das Quantum Travel System. So, und ich sehe unten auch so ein kleines Dreieck mit einem Punkt drin. Das ist mein nächstes Missionsziel. Das macht mir die Navigation wesentlich einfacher. Kann mich ausrichten, bis mein Fadenkreuz und mein Cockpit in die richtige Richtung zeigt. Warne vorher noch meinen Co-Piloten. Achtung, wir sind sprungbereit. Check. Leite die Sprungsequenz ein und drücke die F-Taste wie Use. Und er beginnt runterzuzählen. Und Sprung. Ja, und damit springen wir in unsere erste Mission. Das war jetzt dieses Flugtutorial, erstmal die Grundsteuerarten bei Star Citizen kennenzulernen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, um eben ein bisschen zu gucken, wie sich Missionen spielen, wie man so Geld verdienen kann im Verse und wie es von hier aus weitergeht, wenn man dann erstmal ein bisschen die Grundlagen beherrscht. In diesem Sinne, bleibt dran, guckt euch die nächsten Tutorials an, liked oder disliked die Episode und schreibt uns ein paar Kommentare, was ihr noch sehen wollt als Tutorial und was euch besonders gefallen hat. Und Schluss und letztendlich, wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann würde es uns sehr, sehr freuen, wenn ihr mal auf unser Patreon-Profil geht. Ja, danke fürs Zuschauen und Wiesen und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem See you on the flight deck.